Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Runde Entrouded. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich begrüße dich. Leute, wir wollen heute weitermachen. Schaut mal, die Schmiede ist gebaut. Der Kohlemeiler läuft. Ja, wir brauchen jetzt natürlich Material für die Schmiede, dass wir Metallplatten herstellen können. Schaut mal, muss man, was brauchen wir? Wir brauchen Kohle und Metallschrott. Haben wir noch Metallschrott? Nein. Also da müssen wir jetzt heute ein bisschen losfarmen. Und ja, bevor es soweit ist, rüsten wir uns noch ein wenig aus. Hier, wartet mal. Und zwar, wir müssen ja unsere Fähigkeiten noch skillen, Leute. Und ich habe mir ein bisschen, ich habe mir Gedanken gemacht, was könnten wir skillen? Und ich habe mich ein bisschen erkundet, ja, Heiler soll gar nicht so schlecht sein. Und deshalb werde ich hier meine Intelligenz, meine Punkte reinstecken, damit ich viel Intelligenz und Heilung bekomme. Das soll ganz, ganz gut sein. Wenn das noch jetzt so ist mit dem Patch, ich weiß es nicht. Hier kann man diesen Baum skillen und wir müssen die Wasseraura erreichen. Und dann denke ich, oh, das soll gar nicht so schlecht sein. Also, die Regeneration durch Heilzauber wird um 10% erhöht. Okay, was können wir hier machen? Teleport. Okay, das ist ein kleines, wie so ein Blinzeln. Könnt ihr WoW? Der Magier, der konnte das. Das ist einfach anstatt eine Rolle, teleportierst du dich halt ein Stückchen weiter. Also eine Ausweichrolle, die du im Spiel machst. So, hier brauchen wir noch einen so einen Punkt, was das auch immer ist. Ich denke, das ist, wenn wir Level aufsteigen. Gut, da fehlt noch ein bisschen was. Wir werden jetzt einfach weitermachen. Wir sind gut geskillt, wir sind ausgerüstet, wir sind jetzt Heiler. Ja. Und das heißt, wir gehen jetzt einfach mal ins Miasma rein, denn wir brauchen ja auch noch dieses Miasma-Holz. Ja, was ist eigentlich hier? Was ist das hier? Können wir hier reinhacken? Das juckt mich schon seit langer Zeit hier. Was bauen wir hier ab? Feuersteine. Okay, krass. Was sind Feuersteine? Keine Ahnung. Aber was ist eigentlich, wenn wir hier jetzt eine Höhle reingraben? Finden wir dort irgendwie Erze oder so? Keine Ahnung. Müssen wir mal probieren. Hier gibt's wohl Stein, Feuerstein. Okay, ein bisschen Feuersteine abgebaut. Für was auch immer, die wir brauchen. Keine Ahnung. Hier ist wieder unser Wolf, unser Freund hier. Ja gut. Okay, der macht uns nicht mehr viel Schaden. Knochen, die nehmen wir natürlich mit. Dann haben wir uns mal einen Pilz rein und gehen mal hier auf Tour. Schauen wir ins Miasma runter. Ich brauche Miasma Holz für den Kleiter. Da müssen wir einfach jetzt mal zusehen. Ja, schauen wir einfach mal, wo wir dieses Holz herbekommen. Müssen wir Holz im Miasma fällen oder Pilze? Ich habe keine Ahnung. Ich denke, so ein Pilz, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass so ein Pilz einfach Holz droppt. Hauen wir mal ein bisschen drauf rum. Dann geht's weit hinunter. Da muss ich aufpassen. Sonst mache ich hier einen Abflug. Kein Bock drauf. Gehen wir einfach ein bisschen weiter rein. Miasma Holz. Vielleicht von diesen Dingern her. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass wir hier Holz bekommen. Hauen wir mal etwas drauf hier. So, was haben wir bekommen? Gar nichts. Okay, gut. Oh, hier, schaut mal. Das hier sieht doch nach Holz aus, oder? Hauen wir mal hier ein bisschen drauf rum. Achtung, diesen Gegner. Aufpassen. Ja. Aber ich denke, hier bekommen wir Holz. Ganz, ganz sicher. Hauen wir einfach noch ein bisschen weiter rum. Eine Axt, eine Holzfäller-Axt wäre vielleicht kein Fehler. Hier, schaut mal. Und Miasma-Holz. Sehr cool. Yes. Okay, hier ist ein Gegner. Den holen wir uns schnell. Ja, Level 1. Eine Herausforderung für uns. Zack. Den Hammer. Sehr gut. Ein paar Miasma-Sporen. Da kommt der nächste schon. Ja, die kommen nicht mehr an uns heran. Wir sind da schon zu stark. Okay, gut. Weiter geht's. Ja, da unten ist was ganz Spannendes. Da ist was Interessantes. Ich würde ja gerne
Ui, was ist das? Ein Schwert. Cool. Ich würde ja gerne diesen Boss da nochmal probieren, der da unten war. Mal sehen, ob wir da. Ja, mal gucken, ob wir das noch machen. Ist das hier auch ein Gegner? Den hauen wir einfach schnell weg. Jo, das ist kein Problem mehr hier. Diese Level 1 Gegner. Oppen auch immer das gleiche. Oh, hier können wir so eine Zeit wiederherstellen im Miasma. Das geht gut. Oh, was war das? Oh. Was war das ekelhaft hier? Das Ding ist einfach explodiert. Okay. Okay, krass. Ja, haben wir hier noch ein bisschen alles kurz und klein, würde ich sagen. Ein bisschen Loot mitnehmen. Ja, kann man immer gebrauchen. Was ist das? Ach, ich kann den hier. Okay. Passt. Nehmen wir natürlich alles mit. Muss mal zusehen, dass ich eventuell die Axt noch hier. Die Axt, die Axt. Was gibt's hier drin noch? Vielleicht eine Kiste oder so. Nee. Okay, hier gibt es ein Bett. Noch ein bisschen was zum Plündern. Aber nichts Spannendes hier. Ja, jetzt ist jetzt die Frage, wohin gehen wir? Gehen wir mal in diese Richtung weiter. Boah, schaut mal. Ach, hier ist die Brücke. Die Prävelin-Brücke. Prävelin-Brücke. So, wir haben noch 3,5 Minuten Zeit hier. Müssen aufpassen, dass wir hier dann wieder rauskommen. Hier ist ein Gegner. Zwei, die schnappen wir uns. Können wir mal ein bisschen Loot einsacken hier von denen. Schwer sind die ja wirklich nicht mehr. Der einzigste schwere Gegner ist, glaubt er, dieser Boss. Und der reizt mich schon. Also da möchte ich unbedingt hin. Wir gehen jetzt einfach mal hier weiter. Im Miasma laufen wir mal ein Stückchen hier voran. Komische Geräusche. Wo geht's hier hin? 3 Minuten haben wir noch. Die Zeit müssen wir immer hier ein bisschen im Auge behalten. Ist halt die Frage, kommen wir hier hoch? Kommen wir hier raus aus dem Nebel? Ja, sehr gut. Hier können wir wieder regenerieren. Das ist ganz cool. Und ich werde jetzt gleich mal. Moment. Hier wo haben wir unseren Rucksack, unsere Axt hier reinlegen. Ja. Denn wir möchten ja ein bisschen Holz fällen. Ein bisschen Miasma-Holz bekommen. Wir sind wieder aufgeladen und ich fäll jetzt mal ein paar Bäume hier. Das macht gleich mehr Schaden, geht um einiges schneller. Das ist cool. Ich will besser so, ja. Oh yes. Okay, cool. Haben wir Holz bekommen überhaupt? Hey, muss ich mal aufpassen. Was ist das hier? Sammeln. Das war die Flüssigkeit, ja. Komisches Zeug. So, hier, schauen wir mal. Bekommen wir hier überhaupt Holz raus? Ja, jetzt schaut mal hier. War ihm erstmal Holz. Haben wir noch ein bisschen drauf rum auf dem Baum. Ja, vielleicht müssen wir doch mal eine Holzfäller-Axt craften. Oh, doch, ja, hier. Schaut mal, hier gibt's Holz. Ja, das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Der Gleiter ist in Reichweite. Ja, das ist sehr nice. Hier gibt es auch mehr Holz. Ja, muss man aufpassen, wo das hinfliegt. Schnappen wir uns den Baum noch hier und ich denke, für den Gleiter wird es reichen. Oh, hier kommen wir aus dem ersten Mal raus. Hier ist ein Lager. Schaut mal, schaut mal, schaut mal, schaut mal. Hier sind mit Sicherheit Gegner drin. Das ist schwer befestigt. Oh, was ist das? Ein Wolf, okay. Level 3. Okay. Also hier schon etwas stärkere Gegner. Müssen wir ein bisschen aufpassen, ja, dass wir hier nicht auf die Mütze bekommen. Was ist das? Hier ist ein Gegner drin. Schaut mal. Rotfels. Okay, krass. Zwei Gegner. Na, gehen wir, hier ist der Eingang. Schauen wir mal hier. Da muss man aufpassen. Was ist das? Wie? Ist guten Loot. Nicht schlecht. Aber hier. Okay, die kommen sehr, sehr schnell. Boah, 3 Gegner. Krass. Aber gut, packen wir schon.
Einfach ein bisschen auf Abstand halten, dann passt das. Yes, alle Prämies ziehen. Sehr, sehr nice. So langsam läuft mit dem Ausweichen ganz gut. Passt. Gute Strategie, Hammer. Sehr gut, die haben uns nicht einmal getroffen. Okay, weiter geht's. Schauen wir einfach hier ein bisschen uns um. Jetzt mit Sicherheit guten Loot in diesem Lager. Was ist das? Kommen wir hier rein. Dann schauen wir uns jetzt mal ein bisschen um. Erstmal alles säubern. Falls hier doch noch Gegner sind. Ich kann es mir vorstellen, dass hier noch irgendetwas an Gegnern ist. Ja, hier sieht es ganz clean aus. So, dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Oha, okay, cool. Ja, das gibt guten Loot hier. Sehr gut. Rucksack ist voll. Na, Mist. Okay. Mal hier. Was haben wir? Was könnten wir rausschmeißen hier? Diesen Ring, den löschen wir. Den habe ich ja schon zweimal. Muss ich ja nicht jedes Mal wieder bekommen hier. Kann man ja auch nicht verkaufen, die Sachen. Von dem her macht das keinen Sinn. Gehen wir hier mal noch rein. Ja, auch ein bisschen Loot halt. Nichts Spannendes bis jetzt. Nichts Spannendes. Rucksack ist voll. Das war wohl Wasser. Okay, hier noch etwas aufsammeln. Jo, das war's. Noch nicht ganz. Schaut mal, hier geht es in den Keller runter. Okay. Sollen wir es wagen? Ja, natürlich wagen wir es. Oh, diese Ratten hier. Oh, aber auch Level 3. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die kommen sehr, sehr unerwartet, die Mistviecher. Okay, gut. Was können wir noch entbehren? Dann hauen wir erstmal ein bisschen Essen rein hier. Löschen wir mal diese Dinger hier. Was können wir noch löschen? Bisschen Blatt schaffen, ja, Holzscheit, also Äste brauchen wir auch nicht jetzt auf unserer Kundungstour, genauso wie Steine. Steine brauchen wir auch nicht, Erde brauchen wir eigentlich auch nicht. Das können wir alles so farmen, das müssen wir jetzt nicht mitnehmen. Okay, bereit? Seid ihr bereit? Was ist das hier? Plündern? Plündern, Salz, okay. Na? Okay, was gibt es hier noch? Metallschrott, das ist cool. Gut, dann gehen wir rein. Wagen wir es. Man sieht halt nichts. Muss ein bisschen aufpassen. Hier sind hundertprozentig noch Ratten irgendwo. Oh, eine Kiste. Öffnen. Sommer. Bomben. Ja. Okay, das ist jetzt nicht gerade Metallschrott. Ah, Metallschrott haben wir gut jetzt bekommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Was ist hier? Ah, eine Ratte. Okay. Die Ratte hier. Gut. Auch erledigt. Machen wir hier schon alles. Kleinholz ist ein bisschen schwierig, dass wir keine Fackel und gleichzeitig eine Waffe anlegen können. Das macht die Sache hier nicht einfacher hier im. Hier unten, was ist das hier? Hier ist, können wir den auch zerdeppern? Ah, ist der nur. Nee, leider nicht, schade. Okay, gut. Moment mal. Was ist das hier? Oh, da kann man sprengen. Schaut mal. Oder wir graben uns mit der Hacke durch. Geht es auch? Ja, cool. Okay, krass. Hier könnte ich sogar einen Keller noch reinbauen. Das ist ja wirklich. Das ist ja fantastisch hier. Also, das feiere ich schon an dem Spiel. Oh, Achtung, eine Ratte. Yes. Mistviecher. Okay, ich denke, aber wir haben sie. Haben wir beide? Ich glaube schon, oder? So, es gibt hier eine große Truhe. Einen Alchemistenring, boah, mit richtig krassen Stats, den nehmen wir auf alle okay, mein Rucksack ist voll, also da muss ich Platz schaffen. Das ist ja wirklich nicht schlecht hier. Ich denke, wir hauen das Fleisch hier einfach raus, zack, fertig, passt. Den nehmen wir auf alle Fälle mit. Kann ich den gleich anlegen vielleicht?
Geht das? Warum den Ring? Warum den Ring? Bewegen, Aktion, ausrüstbar. Ausrüsten. Ah, sehr cool. Und habe ich den. Ist das wirklich der Ring jetzt gewesen? Habe ich den zweimal schon? Wo sehe ich das eigentlich, was ich ausgerüstet habe? Tagebuch, Fähigkeiten, Charakter. Hier. Wir können zwei Ringe anlegen. Aber ich habe den nicht angelegt. Moment. Kann ich den hier mal raushauen, ablegen? Ach, ich habe keinen Rucksackplatz frei, kann das sein? Schauen wir mal schnell, dass wir hier noch etwas raushauen. Auf was können wir verzichten? Auf was können wir verzichten? Miasma Holz, das brauchen wir unbedingt. Steine ablegen. Zack. Löschen. Okay. Gut, ausrüsten. Geht es immer noch nicht? Ah, schauen wir mal. Muss ich den Ring vielleicht doch ablegen, oder? Den Ring ablegen. Ausrüsten. Ach, ah, okay. Jetzt habe ich ihn angelegt, oder? Und der hier, der ist jetzt in meinem Inventar. Okay, gut, passt. Okay, ja, schon mal nicht schlecht. Ganz ordentlichen Loot bekommen. Gut, das war's, glaube ich, hier unten. Ich denke. Jo, was ist das? Nee, geht's nirgends hin. Gehen wir weiter. Denke, hier habt ihr alles. Das sieht sehr gut aus. Schauen wir mal hier ins Lager. Oh, hier oben ist irgendwas. Ist das ein Gegner, der backt ein bisschen etwas rum hier? Ah ja, das habe ich mir schon gedacht hier, dass hier zwei kommen. Die sind ja cool. Okay, die kommen gar nicht dran, schaut mal. Das sind zwar Level 3, aber. Oh, was ist das? Elixier. Schadensmultiplikator plus 30%. Ich habe keinen Platz mehr. So ein Mist. Wir müssen bei der nächsten. Was ist hier drin? Bei der nächsten Erkundungstour ein bisschen mehr Platz haben, Platz mitnehmen. Was kann man hier plündern? Holzscheite. Das schaut euch mal das Ding an hier. Das sieht auch cool aus. Okay, gut, weiter geht's. Hier. Diese Richtung. Was gibt's hier noch? Jo, was? Oh. Nein, was war das? War das? Ja, krass, oder? Oha. Das Ding ist komplett uns weggesprengt. Oh, wir müssen erst schlafen, dann können wir unsere Sachen wiederholen. Oh, das ist ja wirklich krass. Was war denn das? Junge, Junge. Heftig, oder? So, und jetzt? Nachtgeschwindigkeit mal 60. Wo sehe ich eigentlich, wenn es Tag wird? Können wir das mal jemand verraten hier? Das ist schon. Ach, das ist wahrscheinlich der Hahn, oder? Ja, okay, gut. Dann soll es so sein. Wir holen unsere Sachen wieder, ganz klar. Auf geht's. Ist ja nicht so schwer zu bekommen. Jo, das war bestimmte Sprengfalle oder sowas. Oder hat irgendetwas auf mich geschossen? Das könnte natürlich auch sein. Also, da müssen wir jetzt mal gucken, was das wirklich war. Interessant war es auf alle Fälle. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ah, wir hätten reparieren können. Aber gut, sollte auch so noch reichen. Wir gehen jetzt gleich hier links runter, wenn das geht. Ein bisschen Ausdauer regenerieren. Aber hier runterfallen möchte ich auf keinen Fall. Das werden wir nicht überleben. Aber wir hätten die Taschen leeren können. Wisst ihr was, das machen wir schnell. Geh schnell zurück und leere die Taschen, denn ich denke, es gibt doch noch einiges hier in diesem Lager zu entdecken. Von dem her machen wir uns ein bisschen Platz in den Taschen und können dann den ganzen Loot abstauben, den es so gibt in diesem Lager. Ich denke, da kommt noch mehr. Wo die Gegner sind.
Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Kann man so sagen. Gut, gehen wir schnell an die Kisten hin und leeren mal unseren Rucksack hier. Da ist ja wirklich, hat sich einiges anges. Ja, okay, jetzt haben wir natürlich nicht viel drin, klar. Aber da möchte ich trotzdem ein bisschen leer machen hier. Das, was wir zumindest hier haben. Diese Holzpfeile, die können wir mal wegtun. Sonst noch hier irgendwas? Pilze. Wir haben gebratene, nee. Das passt. Mal schauen wir hier noch rein. Ja, hier können wir den Ring auf alle Fälle. Dann, was sind das für Blöcke? Metallblock. Ah, okay, das habe ich ja hergestellt. Die Keule haben wir auch mal weg, oder? Die Bomben. Erstmal Überlebenstrank. Nee, brauchen wir glaube nicht. Das Fleisch, die Pilze und das Wasser. Können wir das vielleicht noch hier reinhauen? Haben wir hier ein bisschen Platz? Jo, ich denke, das sollte eigentlich passen, oder? Würde ich sagen. Gehen wir schnell reparieren. Wunderbar. Und jetzt geht's aber wirklich weiter hier. Hauen wir einen Pilz rein und let's go. Ausgeruht, Zimmer 10 Minuten, das sieht sehr, sehr gut aus. Machen wir uns wieder auf den Weg zu unserem Lechner. Ja, mal sehen, was es hier sonst noch gibt. Das Miasma ist sehr interessant, finde das spannend. Ist eine coole Idee, ja, was die Entwickler da hatten. Ich finde das ja, was Spannendes, was Neues, ja. Also, ansonsten gibt es ja immer nur solche, alle tot oder sonst was. Aber hier, das ist so, einfach die Sporen oder so wachsen und das ganze Land langsam übernimmt. Das ist schon cool gemacht. So, let's go. Flitzen wir schnell hier durch. Ist ja kein Problem, es sind ja keine Gegner mehr und die Ausrüstung behalten wir, das ist cool. Das ist zum Beispiel in Valheim anders, ja, in Valheim, da verlierst du alles. Da verlierst du alles, da gibt es nichts mehr. Das ist so, komische Geräusche. Ja, da verlierst du alles und das ist das Krasse, finde ich. Hier ist irgendjemand. Wo sind die Gegner? Oha, schaut mal hier oben. Okay, den kriege ich jetzt nicht. Schaut mal, also hier ist irgendwo irgendwas ist hier explodiert und alles neben F. Zack, weiter geht's. Hier oben ist einer. Hier ist auch einer. Okay, ganz schnell ein bisschen Nahrung reinhauen. So, der Bogenschütze, der nervt mich da oben. Wie kriege ich den runter? Hier oben ist auch einer. Schaut mal. Okay, krass. Ja, wie kriegen wir den? Wie kommen wir da hoch? Besser gesagt. Oh, vielleicht. Wo ist er? Ach, come on, oder? Jetzt hole ich mir den. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ja, wo ist er denn? Wo ist er denn? Hey, ist er runtergesprungen? Wollen wir schnell die Kiste hier alles leeren? Gut, wo ist er jetzt? Das gibt's ja nicht. Hey. Irgendwo schießt er. Ich sehe ihn aber nicht. Hier gibt es auch noch den Keller runter. Das ist ein bisschen seltsam. Da ist er. Da ist er. Hallo. Okay, das war's schon. Ja, die haben coole Waffen. Also, das sieht richtig stark aus. Ja gut, hier ging's. Und hier ist dann irgendwo noch einer. Irgendeiner hat hier gesprochen. Hier kommt er. Komm her, du. Dich hole ich mir auch noch. Sehr gut.
Ah, der hat ein bisschen Fleisch. Hier. Boom, das ist cool. Und hier gleich nochmal weitermachen. Falle hier. Habe ich gar nicht gesehen. Und boom. Cool. Jo, schaut euch mal den Krater an hier. Ja, richtig nice. Okay, gut. Geht's noch weiter hier? Ja. Kommt schon. Genau. Etwas näher ran hier. Ein bisschen gefährlich. Ui, was hat's hier? Schaut mal, wie das ein Loch hier aussprengt. Das ist ja Wahnsinn. So, holen wir noch schnell den Loot ab hier. Das gibt's hier alles. Ja. Einfach ein bisschen alles mitnehmen, was geht. Macht die Taschen voll. Metallschrott, Stofffetzen. Ja, kann man natürlich alles gebrauchen. So, jetzt ist die Frage, gehen wir hier noch runter? Sollen wir hier? Hier war irgendwo, geht's hier den Keller runter? Was ist das? Versuchen, okay. Metallschrott, also Metallschrott haben wir wirklich viel bekommen. Das ist echt cool. Was ist das hier? Das auch mitnehmen. Tierfälle, ja. Ich will jetzt nicht alles hier immer kurz und klein schlagen. Hier geht's runter, schaut mal. Hier gibt es 100 pro Ratten. Also ich sehe hier schon eine. Ja, hier. Oh, hier sind sogar Gegner. Schaut mal. Ja, richtig nice. Hier ist noch was. Das kann man auch plündern hier. Wieder Metallschrott wahrscheinlich, oder? Sehr gut. Und eine Kiste, die nehmen wir natürlich auch noch mit. Ganz klar. Jo, jetzt haben wir wirklich guten Loot hier eingesackt. Geht's hier noch weiter irgendwie? Schauen wir mal. Jo, was ist das hier? Ausrüstung reparieren. Ah, okay. Cool. Alle Gegenstände repariert. Okay, gut. Das denke ich. War es zumindest hier unten im Lager erstmal. Oder geht es hier irgendwo weiter noch? Machen wir mal die Türe auf hier. Ach, die kann ich auch öffnen. Musste ich jetzt nicht zerdeppern hier. So, wo geht's weiter? Hier nach oben vielleicht. Sollen wir da noch hinschauen? Ja, ein bisschen. Hier war noch ein Gegner. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Spannendes. Ein Buch. Darf ich das vorlesen? Ein kalter Empfang. Wir sind in Rotfels angekommen. Endlich raus aus den verhüllten Ländern. Die Reise über die Berge war beschwerlich. Ich hatte auf ein Feldlazarett gehofft, aber es gibt hier fast nichts. Ich muss die Dinge selbst in die Hand nehmen, wie ich es an der Front schon getan habe. Ich werde mein Lager in Hintertann aufschlagen. Hintertann, okay, das ist wohl ein neuer Hinweis. Hintertann, ui, was ist das hier? Hirte des Donners. Das ist ein Stab oder sowas, oder? Boah, ich muss mal dringend hier Gesundheit auffüllen. Ja. Dringend. Jo, hier kann man noch ein bisschen was looten. Metallschrott. Das haben wir gelesen. Das passt, einmal reicht. Okay, gut. Hier noch hoch und dann war's das. Ja, aber ich glaube, hier gibt's nichts Spannendes mehr. Oder? Vielleicht doch. Schauen wir mal hier. Was ist das? Komische Gebilde hier. Oh. Können wir es aufmachen? Eine Truhe? Nein, leider nicht. Oh, schade. Was ist das hier? Kann man das aufmachen? Eine Holzwand? Einfach nur eine Holzwand? Sicher? Ich glaube, dahinter ist nichts. Nein, schade. Okay, ich denke, jo, das war's. Wir haben hier wohl alles. Hier gibt es noch ein Zelt. Vielleicht ist hier. Oh, Achtung, hier ist noch. Bisschen blocken und den einfach runterhauen. Effektiv, sehr gut. Ja, Gegner sind kein Problem mehr hier. Sieht ganz gut aus. Was haben wir hier? Zwei Bomben.
Ein bisschen Wasser. Jo. Den können wir auch noch plündern. Metallschrott. Also Metallschrott haben wir wirklich sehr, sehr gut. Und da werden wir einige Metallplatten machen. Was ist das hier? Habt ihr das? Ich will nicht zu näher ran. Okay, was ist hier? Was ist hier passiert? Was ist hier? Geht's hier weiter? Okay, pass mal auf hier. Ich hau mal mit meiner Hacke hier an etwas. Es ist ein bisschen seltsam, dass hier so Stufen sind und hier geht es auch noch weiter. Schaut mal. Moment mal, ich habe eine Idee hier. Hier mal schnell in den Rucksack rein. Ich habe doch ein paar so Granaten bekommen. Schauen wir mal, was könnten wir jetzt hergeben? Hier. Okay, gut, dann denke ich, schmeißen wir mal ein paar hier. Bumschakalacke. Okay, das ging schnell. Das ging wirklich schnell. Die Granaten, die hauen ganz schön rein. Ui, was ist hier? Ha, hier ist ein blauer, wieder Miasma, kann das sein? Ah, okay. Hier ist ein Wolf. Hier ist ein Haus. War ich hier schon? Rotfels. Dietrich. Ja, da gehen wir mal rein, oder? Wir nutzen. Okay. Was ist hier? Schaut mal. Oha. Oha. Sollen wir das Buch lesen? Ja. In guten wie in schlechten Zeiten. Yolanda ist immer noch schwach. Sie kann kaum ihren Körper aus dem Bett heben. Sie schläft nachts und hat Hitzewallungen und Schüttelfrost. Ich dämpfe ihr schmerzvolles Stöhnen mit einem Kissen. Sie dürfen nicht wissen, dass wir hier sind. Sie sind immer da draußen, streifen umher, schreien in der Nacht. Wir sind umzingelt. Ich will nicht, dass sie unser Ende sind. Ich will Frieden. Ich werde immer an deiner Seite sein. Ich verspreche es dir. Ich liebe dich, Yolanda. Alienor. Oha. Interessant. Hier hat sich wohl oh, jemand versteckt. Vielleicht war das der Alienor. Oder ist das? Hey, das ist die Yolanda, glaube ich. Okay. Wenigstens gibt die noch ein paar Knochen. Ja. Rucksack ist schon wieder voll. Ist hier oben noch etwas? Schauen wir mal nach. Okay, eine große Truhe hier. Was könnte hier drin sein? Ein Ring der Gesundheit. Unser Rucksack ist aber leider voll. Moment, ich schaffe gleich mal ein bisschen Platz hier. Ich schaffe hier auch noch kurz Platz. Einfach mal, ja, Metallschrott und so. Nehmen wir natürlich alles mit. Das sage ich vielen Dank. Wunderbar. Was ist das hier? Platz schaffen. Was können wir raushauen? Wir haben so viele Sachen hier. Ah, das können wir auf alle Fälle raushauen. Dann die Steine können wir raushauen. Die Erde. Schutt. Was ist das schon wieder? Verstaubte Überreste von Baumaterialien. Brauchen wir das? Ich glaube nicht. Und da ein Fleisch können wir auch opfern. Jetzt haben wir wieder, was ist das hier? Metallschrott, okay. Oh, da haben wir wirklich gut gesammelt. Jetzt nehmen wir den Ring einfach hier mit. Okay, gut, das war's. Ich denke, sollen wir hier schon weitergehen? Ich weiß noch nicht. Was ist das? Hier können wir Feuersteine abbauen. Schaut mal. Hier kann man eine richtige Mine machen. Was? Da muss ich erst mal gucken, für was ich die gebrauchen kann. Was, hier geht es eine Schlucht hoch. Schaut mal. War ich hier oben schon? Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein großer Miasma-Nebel. Okay. Mal gucken, was der Gegner hier für ein Level hat. Auch Level 3, okay. Das ist ja noch nicht so wahnsinnig hoch, aber der steckt schon einiges ein. Also das schon nicht ohne. Hier läuft die Zeit auch ganz normal ab. Also wir könnten hier natürlich jetzt schon ein bisschen weiter forschen, hier ein bisschen weiter reingehen. Der Nebel, keine Ahnung, ist, glaube ich, ziemlich groß, das Gebiet hier, so wie es aussieht. Ja, hier ist schon mal gar nichts. Aber ist. Oh, nein!
Okay, das war nicht so geplant. Jetzt gucke ich aber, dass ich hier schnell rauskomme. Okay, oh, das ist sehr interessant. Und der Sound, wirklich krass. Also das bringt gutes Feeling, gute Atmosphäre mit so einem Sound. Ich habe hier keine Gegner. Ich bin schon wieder runtergefallen. Das ist nicht gut hier. Ich muss hier hoch. Ja. Oh, hier ist irgendwas. Habt ihr das gehört? Ich denke, ich halt mal ein bisschen Abstand hier und mach mich mal auf den Weg wieder raus und auf den Weg in unser Lager zurück. Ja. Ich würde sagen, dass wir eventuell zuerst mal den Gleiter bauen. Wir haben jetzt wirklich genug gesammelt, genug gefarmt hier. Und dann mache ich mich auf der Suche nach den nächsten Quests. Hier gibt es ja noch mehr Quests. Da möchte ich auf alle Fälle auch ein bisschen weiterkommen. Ist das hier oben eine Höhle? Kommen wir hier irgendwo rüber? Ich nicht rüberkomme, dann grabe ich mich halt durch hier. Schaut mal, das ist das Coole an dem Game. Ich mache mir einfach meinen eigenen Weg hier. Ja. Einfach hier, grabe einfach hier ein Loch durch und dann komme ich hier genauso hoch. Ah, das könnte eine Mine sein oder sowas, oder? Das mit dem Graben, das ist wirklich cool, dass ich hier die ganze Welt eigentlich verändern kann. Okay, brauche natürlich Ausdauer, das ist klar. Sonst geht nichts mit Graben. Aber schaut mal. Jetzt komme ich hier einfach mal rüber. Das ist doch cool. Was gibt es hier in der Höhle? Hier gibt es so viele Sachen zum Entdecken. Das ist wirklich spannend. Das ist wirklich spannend. Was ist das? Wo kommen wir hier raus? Oha. War ich hier schon mal? Geht's hier hoch? Will ich da jetzt noch hoch? Natürlich will ich da hoch. Ist ja klar. Schauen wir mal, was es hier gibt. Hier gibt es Salz. Hier gibt es Salz. Das war's, glaube ich, schon. Ich war, glaube ich, auf der Ebene hier oben schon. Kann das sein? Ich denke schon. Ja, das kenne ich. Das kenne ich. Hier war ich schon. Ja, jetzt halt einen Gleiter haben. Das wäre natürlich cool. Da könnte ich jetzt irgendwo hier. Schaut mal hier. Ich muss, glaube ich, durch dieses Meer erstmal durch. Dann ist das Dorf da hinten. Da kommen wir dann hin. Ja, können wir in den nächsten Folgen dann auf alle Fälle das mal in Angriff nehmen. Ich schaue jetzt mal noch ganz kurz hier auf unser Tagebuch. Auf Überlebende. Den einen haben wir bis jetzt nämlich erst gefunden. Moment, schauen wir auf die Karte mal. Wo war das hier? Die Welt, ja, genau. Wo müssen wir als nächstes hin? Ah, das ist schon. Ah, der Elixierbrunnen. Da, wo der starke Gegner ist. Okay, das wollen wir als nächstes tun. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Diese Folge war doch wieder ganz spannend. Wir haben ein Riesenlager geplündert und sind auch sonst ganz gut weitergekommen. Die Taschen haben wir vor. Achtung hier. Ja, Bienen mit einer Fackel, weiß nicht, ob das Sinn macht. Das sieht schon besser aus. Ja, wie gesagt, also hier müssen wir jetzt aufpassen. Hier sind Gegner, das weiß ich. Ja, hier sind Gegner. Ich mache mich mal ganz schnell vom Acker hier, wenn es irgendwie geht. Ja, das sieht ganz gut aus. Und so kommen wir ganz schnell wieder in unser Lager. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Dort gibt es mehr spannende Projekte, wenn ihr noch Bock habt, hier mit mir Abenteuer zu bestreiten. Ja, wir haben schon jede Menge Abenteuer zusammen bestritten. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder einschaltest zur nächsten Folge Entshrouded oder einem anderen Projekt. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Der Zock ist raus. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.